Hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gucken wir uns mal ein Feature an, das die Phoenix 6-Reihe neu bekommen hat. Und zwar die abnormale Herzfrequenz. Also Phoenix wird ja auch immer mehr zur Gesundheitsuhr, um das Ganze halt zu sehen. Also nicht nur Training, sondern auch ja, Körper und Geist, was dazugehört. Und wie bei der Apple Watch auch, könnt ihr jetzt bei der Phoenix euch warnen lassen, wenn ihr eine abnormale Herzfrequenz habt. Dazu geht ihr auf die Uhr, die mit der App verbunden sein muss, geht auf Töne und Alarme und hier findet ihr neben einigen anderen Einstellungen, was Tastentöne und so weiter angeht, hier unten auch die abnormale Herzfrequenz. Wenn ihr da drauf geht, könnt ihr das aktivieren und könnt hier eingeben, ab welchem Pulsschlag ihr oder ab welcher Herzfrequenz ihr gewarnt werden möchtet. Ich habe 100 eingegeben. Normaler Erwachsener hat einen, da liegt der Ruhepuls so zwischen 60 und 80, wenn ihr ruhig sitzt. Und was macht die Uhr? Ihr müsst sie dazu natürlich tragen, sonst kann sie euch nicht warnen. Aber wenn ihr in Ruhe sitzt und die Uhr merkt über einen, ja, einen gewissen Zeitraum, dass eure Herzfrequenz so aus dem Ruder ist, dann gibt sie euch eine Warnung auf der Uhr, auf die Uhr. Dann steht hier abnormale Herzfrequenz. Ich denke mal, ihr werdet das auch irgendwie körperlich fühlen, dass da was nicht stimmt. Und dann könnt ihr handeln. Also dann könnt ihr mal zur Not das von einem Arzt abklären lassen oder sonstiges. Es ist natürlich, sage ich mal, nicht so genau wie bei einer ärztlichen Untersuchung, aber immerhin, es gibt euch einen kleinen Indikator, dass er sagt, hör mal, da stimmt irgendwas nicht, lass das mal abklären. Und vielleicht kann man so Dinge auch schon früher erkennen als normal. Und ich finde diese Warnung ganz gut, deswegen habe ich sie eingestellt. Und passiert ja nichts, solange euer Ruhepuls im normalen Bereich ist, im normalen Range ist oder unterhalb dieser 100 ist. Oder was auch immer ihr da einstellt, ist ja alles in Ordnung. Ich sag mal, normalerweise hat man in der Ruhephase ja auch keinen extrem hohen Herzschlag oder eine Herzfrequenz. Deswegen stellt es euch ein, es ist ein bisschen versteckt, aber wenn ihr es eingestellt habt, einmal ist es wunderbar. Mich hat es noch nie gewarnt, also bis jetzt toi toi toi. Mal auf Holz klopfen, hatte ich noch keine abnormale Herzfrequenz. Und natürlich während der Aktivität oder so springt das nicht an. Das betrifft nur die Ruhephase. Aber ich finde es ganz praktisch, dass die Uhr das hat. Hoffe, ich brauche es nie. Aber wenn es mal anschlägt, würde ich es dann abklären lassen. So, vielen Dank fürs Reinschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.